Ja, da sind wir wieder. Und mir stand gerade bei leicht inzuchtverdächtiger Musik in der Bergbahn Diavolezza. Kuhang ist dabei. Unbedingt. Unbedingt ist er dabei. Und wir fahren jetzt zur Diavolezza hoch und schon mal, dass wir Piz Cambrena machen. Und zwar haben wir vor, dass wir morgen Jos Color machen und übermorgen Goulet. Ist aber jetzt noch nicht sicher, wir müssen uns Verhältnisse herrschen. Und ja, dann nehmen wir euch mit. Ihr meldet mich wieder, wenn ihr gleich andere Musik läuft. So, und jetzt nochmal richtig, bei miteinander. Wir sind jetzt auf der Diavolezza und wir haben da Doppelzimmer, weil wir sind zwei Tage da. Und da jetzt ein kleiner Trick, wenn ihr da mal auffahren, es ist so. Wenn ihr ein Doppelzimmer nehmt, dann haben da die... da ist Guang wieder. Wenn ihr ein Doppelzimmer nehmt, dann haben da die Gondelfahrt inklusive. Und die Gondelfahrt kostet 40 Franken. Und das Doppelzimmer kostet pro Nacht, lassen wir nicht lügen, ich glaube 33 Franken mehr. Das heißt, ihr habt für 23 Franken an zwei Tage, habt ihr im Prinzip ein Doppelzimmer anstatt dem Matratzenlager. Jetzt wird uns gerade gesehen, dunner wäre es nicht so schlimm gewesen, weil es ist niemand im Matratzenlager, aber es ist natürlich trotzdem angenehmer, weil man kann 1000 Züge sperren, wenn man uns keine Gedanken machen, weil man doch relativ viel Eisschrufen und sowas mit. Und ja, das so wie dazu. So insgesamt ist die Diavolezza relativ hochklassig, also es sind 4-Gänge-Menü. Es ist schon nicht ganz günstig, also die Übernachtung im Einzelzimmer kostet, im Matratzenlager kostet 80 Franken aktuell mit Halbpension und Frühstück, also Halbpension. Und das Doppelzimmer kostet 113 Franken. Aber ja, das ist soweit gut. Und ich weiß nicht, ob ich mich heute nochmal melde, wahrscheinlich schon, jetzt sage ich euch dann nur die Route. Vielleicht da jetzt mal kurz die Aussicht zum Fernstoße. Moment, ich drehe kurz die Kamera. So, da sind wir jetzt. Piz Bernina, Piz Palü. Und bei denen sind unsere Route, die wir morgen machen. So, aber ich sag's euch, glaube ich, von draußen nochmal ist besser. Trotzdem, das ist eine Aussicht, die man haben will. So, jetzt sind wir draußen. Und jetzt also nochmal. Da ist der Piz Bernina. Das, da ist der Bianco gerade rauf. Dahinter ist Refugio Marco e Rosa. Bella Vista geht da rum. Da haben wir den bekannten Piz Palü. Der Normalanstieg geht da rauf, auf den Ostgipfel, Zentralgipfel. Da haben wir den Ostgrat vom Piz Palü. Das ist eine, ja, unter Anführungszeichen relativ einfache Hochtour, ein Stehbewerter, glaube ich. Und da in der Mitte haben wir den Bomilla-Pfeiler, dann bin ich auch schon gegangen. Der ist TD Plus bewertet. Der ist eine sehr alpine Tour, aber wirklich cool. Und da nach links rum, der hintere, ist der Piz Cambrena. Und im Prinzip das, was wir morgen machen, ich zoome jetzt da mal rein. So, und versuche die Kamera still zu heben. Ja. Also morgen gehen wir da rauf. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Da ist das Jos, das da gerade rauf geht. Und da links rum ist das Goulet. Kommen dann oben auf den Gipfel los. Laufen denn da wieder aber. Ja, that's it. Ja, und damit hätten wir unsere Rucksack gepackt. Wir haben Abend gegessen und wir sind jetzt eigentlich bettfertig. Ja, ich habe gerade die Route gesehen. Vielleicht ein paar Worte dazu. Also, wir gehen aber morgen die Goulet Jos Piz Cambrena. Die ist mit ED bewertet, also extremement difficile. Ist die zweithöchste Stufe, die es gibt. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Dürft Eiskletterer dabei sein bis WI4. Es dürfte ein kleiner Dry-Tooler dabei sein oder Mixkletterer M4, M5. Die Stände sind, glaube ich, mit Bohrhauke abgesichert. Von daher ist das schon mal eine gute Geschichte. Und ja, schauen wir mal, wie das wird. Was haben wir dabei von der Ausrüstung her? Wir haben dabei 10 Eisschrauben. Oder 8 oder 10 Eisschrauben. Vor allem auch kurze, weil man davon ausgeht, dass das Eis nicht super dick ist.
Wir haben das Set Friends dabei, für, also Black Diamond von 03 bis 3, wobei wir die Kleiner doppelt dabei haben, für Blau bis Grün. Sonst Schlinge, alles was man halt sonst so fürs ja, Heath und Mixed Klettern fürs Bergsteiger braucht. Gletscherset, weil wir teilweise über den Gletscher laufen. Ja, Stegeiser, ich gang mit Monopoints. Ja, das wäre es eigentlich, ne? Viel mehr gibt es nicht dazu zum Säge. Wir sind gespannt auf die Route, wird sicher eine coole Kletterei. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt Zähneputzen und dann gehen wir schlafen und sehen uns morgen. Frühstück ist zwischen 4 und 5. Und ja, ich denke mir, ich melde mich einfach, wenn wir dann loslaufen. Ich weiß nicht, ob man denn schon was sieht oder ob es noch dunkel ist, aber ja, entweder sind wir oder das, was meine Stirnlampe gerade beleuchtet. In dem Sinn, gute Nacht. So, guten Morgen. Und wie angekündigt sind wir jetzt unterwegs. Es ist noch stark dunkel, 5:30. Dahinter ist Kuhang. Und ja, wir sind jetzt im Prinzip auf dem Zustieg zum Gletscher. Gibt momentan noch nicht so viel zum Zeugen. Wie gesagt, wir latschen durch den Schnee. Und ich überzeuge, ich melde mich einfach später nochmal. Hui! Aber es gab von der Temperatur her. Also ich habe meine Sommerausrüstung an. Und ja, mir fällt eigentlich nichts. Coole Sache. Wir sind jetzt auf dem Gletscher. Haben uns gerade angesollt. Ja, da, mein Keul. Und gehen jetzt da entlang. Es ist noch stockdunkel. Aber dort hinterm Horizont geht schon langsam die Sonne hoch. Sind die natürlich netter. Oh, boah, gerade kalt. Schnell wieder laufen. Fucking shit spot. Don't do it. Ja, da hat er irgendwo recht. So, es ist jetzt schon wesentlich heller. Auf dem Video kommt es ein klein heller um, als es tatsächlich ist. Aber sehr schöner Sonnenaufgang. Dahinter Fitzpalü, Fitz Bernina. Ja, hinter mir ist unser Tagesziel. Man sieht da auch ein kleiner Eiswall, der da aufgeht. Da. Und ja, es ist recht kühl. Aber wenn man sich bewegt, geht. Und wir laufen jetzt noch ein Stück weiter. Bis zum Ende von der Rampe, wo der Einstieg vom Fall ist. Und dort ziehen wir uns dann komplett um, ziehen Kletterausrüstung an, holen das zweite Soll raus. Und ja, wir zeigen wir uns dort nochmal. Aber ist ja echt schön. Es ist fast der ja, so schaut es hier wirklich aus. Das ist besser. Und der Runde ist Guang. Hey Guang. Hallo. Still alive. Still alive. Not so much. Also, da sind wir. Wir sind jetzt aufgerödelt. Wir sind hier im Helmer. Da ist der Guang. Wir haben unsere dicken Belay-Jackets an, während wir aufrödeln. Und Guang schaut aus wie ein Weihnachtsbaum, weil er die erste Seillänge vorstiegen wird. Ich habe relativ wenig gerade an. Wir sehen uns. Das ist der Vorteil vom Nachstieger, dafür muss ich den ganzen unnötigen Müllträger, den Guang mitgebracht hat. Und ja, da geht es jetzt gleich auf. GoPro habe ich auf dem Helm, das heißt, ich würde euch was zum Klettern zeigen können. Und dann legen wir los. Wuhu! Sorry, too stoked. Yes. Let's go. Yeah, carrying two ropes and breaking trail. Also ihr seht, der Schnee ist nicht super kompakt. Wow, look at that. How beautiful it is.
Yeah, solid. You've got this. Nice one. Yes. I'm filming you. Mm-hmm. I mean, I still got the roof. No worries. Ja, nächster Stand. Nächste Seillänge. Da kommen wir her. Ja, ist recht steil. We're still alive? Ja. Barely. Naja. Ja, also wir haben jetzt die schwierigen Teile hinter uns. Jetzt sind es noch zwei Seillängen zum Gipfel. Ja, sind wir denn überhaupt? Naja, ist eh kein Verlust. Und ja, da gehen wir jetzt. Hinter uns ist, hinter mir ist viel heller als sonst überall. Na, no, jetzt. Ja, so. Und ja, jetzt schnapp ich mir wieder die Ausrüstung. Und dann gehen wir wieder. Aber ist eine coole Kletterei. Also unter ist jetzt doch nochmal ganz schön steil war in der letzten Seillänge. Aber macht Spaß. Okay. Damit hätten wir es geschafft. Wir sind am Gipfel. Es weht ein eigenes eisiges Windel. Und die letzten zwei Seillängen hat Guang jetzt doch noch mich vorsteigen lassen. Dankenswerterweise. Zurückgegebenermaßen bin ich einfach an der ersten zwei Bohrhacken vorbeigestiegen und wir haben es dann am laufenden Seil gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass die letzte Seillänge doch noch ein bisschen spicy ist. Oder was meinst du, Guang? Ja. It wasn't that easy as we expected, right? Yes, especially without a delay. ja, gut, wir sind oben. Damit erste Route abgehakt, morgen kommt die zweite. Und hinter uns ist nicht nur der Guang, sondern das Gipfelschneefeld. Wir latschen jetzt natürlich noch offen, weil man muss sowieso aus und um wegen der Spalter gefahren. Und ja, da nehme ich euch jetzt noch mit. Wir haben schon wieder alles umgebaut, unser Kletterzug weggepackt. Und jetzt ziehen wir noch kurz Seil durch, ganz wieder in Gletschermodus. Und dann laufen wir runter. Ja, sau cool. Gut, dann bis gleich. Ja, und da sind jetzt der Gang und im Hintergrund der Gipfel, da waren wir gerade oben. Und wir laufen jetzt da runter. Es zieht sich jetzt gerade ein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob sich dahinter sogar Föhnlinsen bilden. Aber der Huber windet es ordentlich. Und wir schauen, dass wir jetzt runterkommen. Ich melde mich entweder auf dem Berg nochmal. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen vorwärts machen. Gut, dann also bis gleich. So, damit haben wir es geschafft. Und zwar haben wir jetzt sogar entschlossen, dass wir morgen nichts mehr machen. Weil es wäre irgendwie, ja, also selber Berg, aber halt andere Kletterroute. Und da Guang nicht unbegrenzt Urlaub hat, machen wir lieber nächsten Montag was und fahren vielleicht nach Zermatt oder sowas. Dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Und ich denke, ja, bis dort auch nicht. Sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Ihr wisst eh das Übliche, wenn es euch gefallen hat, liken das Video, kommentieren es, abonnieren den Kanal. Ja, den ganzen Quatsch. Bullshit. Yeehee! We made it down alive! Wir haben es überlebt. In der Tat. So, also bis zum nächsten Mal.